Vielen Dank. Ist nochmal Skapper. Bei mir dachte sie auch, ich hätte auch was geraucht. Ja, ach. Als ob ich aber sowas ernst meine. 50 Euro sind viel. Ich finde, 50 Euro ist unfassbar viel. Dafür, dass ich mich hier vorne hinsetze und einfach laber und meckere. Aber ich kann mir mal endlich Factorio von dem Geld holen. Für den Stream. Ja. Und Leute beleidigst. Sie hasst uns. Nein, tue ich gar nicht. Ach, und Leute beleidige. Ja, das ist richtig. Das ist mein Charme. Ich. Ja, hört auf mir ein schlechtes Gewissen, aber bitte einzureden. Ich meine das doch nie so. Ich hab euch alle gern. Tut mir leid. Cora wird meins sein. Tatsächlich, weißt du, wen ich shippe? John, ich shippe den Jarl. Ich liebe Jarl. Als ich ihn getroffen habe, war er direkt so. Ich will dich haben. Jetzt und gleich und hier. Aber er wollte nicht, komischerweise. Ich weiß nicht, huch! Ich weiß nicht, was ich mit meinem Gehalt machen soll. Dann investiere ich es in Isa. Das ist wirklich total, total, total nett, Skapper. Vielen lieben Dank. Verkrümmelt sich leider mal vor Andromeda. Ach so, wegen Spoilerung. Eni, das macht nichts. Alles gut. Ich wünsche dir noch einen schönen Sonntag. Amazon will mir Bits schenken, aber man braucht keine Kreditkarte. Das Geld war nicht für die Zugfahrt bis zu mir. Okay. Was habe ich verpasst? Ich habe tatsächlich auch keine Kreditkarte. Huch, das Spiel muss ich erstmal einpendeln. So, wie ging das denn? Ach, genau, wir wollten hier hin und dann habe ich gesagt, aber ich möchte nicht so raus, weil ich Angst habe. Bis dann, ciao, Ini. Komm, also es kann sein, dass ich später nochmal was anderes streame. Wir gucken einfach mal. Okay, unsere Mission ist einfach geradeaus. Wir haben hier so Pünktchen. Warte mal. Gehen erstmal hier hin. Wo wollen die das denn schenken, Vincent? Warum fahre ich eigentlich nicht mit meinem Fahrzeug hierher? Tut mir Feuer weh. Oh ja, oh ja, oh mein Gott, Hitzegefahr. Der Anzug ist gut. Manche Bezahlungen gehen nur mit Kreditkarte. Hä? Achso, ist das Waffenrad. Muss mich gerade mal wieder in diese Steuerung einfinden. Okay. Auch nur bei PayPal, wenn eine Kreditkarte hinterlegt ist. Echt? Sehr schön hier. Schwingert ein bisschen. Dieser tust du stalken. Wir sind gleich weit und haben genau die gleiche Klasse gewählt. Warte, woher weißt du, welche Klasse ich habe? Ich weiß das ja selber nicht mal. Warst du denn auf dem anderen Planeten schon oder bist du auch zu diesem Planeten als erstes gegangen? Sehen Sie sich vor den Rogue hervor. Angaranische Fanatiker, die Aliens hassen. Das heißt, sie. Wie nett. Automatische Protokolle aktiviert. Errichte Aufklärungsposten. Aufklärungsposten. Beim Sprung steht man. Sieht man das ja. Wie sieht man das denn beim Sprung? Hallöchen Kungo, schön, dass du da bist. Da stand, registriere deine Kreditkarte und erhalte 1000 Bit gratis. Dass du Bio genommen hast. Aber ich habe gar kein Biotika genommen. Ich habe irgendwas frontkämpferisch auf Twitch oder bei Amazon. Jetzt weiß Isa meinen Namen, oder? Wieso weiß ich deinen Namen? Nö, eigentlich nicht, weil das wird mir eigentlich nur unter deinem Username angezeigt. Ja, warum nicht, wenn sich ein Interface durchgesetzt hat? Ich habe irgendwas Nahkampftechnisches gemacht. Ich weiß, ich sollte mich
der kürzlich aufgetauchten alten Abschussstelle nicht nähern, aber ich musste es einfach versuchen. Sie hatten recht. Es ist zu schwierig, dorthin zu gelangen. Relikte haben uns verjagt, bevor wir auf halber Höhe der Schlucht waren. Hoffentlich haben sie mehr Erfolg. Sie hatten schon immer ein Talent dafür, diesen Maschinen auszuweichen. Allerdings weiß ich nicht, wie sicher das ist, solange sich diese Außenseiter herumtreiben. Die mit den Stacheln. Haben sie sie schon gesehen? Keine Ahnung, was ich davon halten soll, aber ich schweife ab. Der Punkt ist, dass sie recht hatten. Wir studieren immer noch die Monolithen, aber ich werde sie verständigen, sobald wir etwas finden, die sie im Speicher erwähnen können. Die Idee ist doch älter als Skyrim, oder? Will mir jemand seine Kreditkarte ausleihen? Ich habe leider keine. Mineralienlager. Sind ja auch Mineralien. Oh ja, hier sind Mineralien drin. Nahkampf hast du auch bei Biotik. Das ist richtig, aber warte mal. Aber ich glaube, ich bin... Ich bin Frontkämpfer auf jeden Fall. Das kann ich dir sagen. Aber so ein biotischer Frontkämpfer, weil ich Biotik halt liebe. Wahrscheinlich bin ich das mega weirdeste, was man nur machen kann. Ich habe gerade tatsächlich nach einer Minimap gesucht. Hallo? Hallo? Ich weiß noch, wo ich tatsächlich bei anderen... Kann man das irgendwie aktivieren? Kieran Dietz hat irgendetwas von Fischen und Perlen gesagt. Was hat sie damit gemeint? In einem Meer voller Fische. Oh, wir sind auch beim Fischen. Fischen hat wenigstens einer Perlen im Maul. Das heißt, ihr Erfolg mit den Relikten basiert auf Wahrscheinlichkeit und nicht auf Können. Wenn sich eine Fallzahl unendlich nähert, werden auch die unwahrscheinlichsten Resultate wahrscheinlich. Oh, ja, ich hatte schon vermutet, dass es irgendwas in der Art bedeutet. Hä? Was? Was ist es? Egal, wir töten es jetzt einfach. Seltsame leuchtende Pilze. Ich brauche heute nichts mehr. Hä? Begegnen Sie der hiesigen Flora mit Vorsicht. Okay, ich bin reinrassig biotisch, siehst du? Ich bin irgendwas gemischtes biotisches. Hey, ich drück hier die falschen Tasten die ganze Zeit, weil ich irgendwie in einer ganz anderen Spiel gerade bin, noch gedanklich. Peter, was? Achso, ja. Ups. Ein Solarstrahler. Ein garianischer Saboteur. Oh, was hab ich gefunden? Ich weiß es nicht. Egal. Was soll die erst sagen, wenn Isa mit Malfactorio spielt? Oh je. Vincent nimmt noch die Amazon-Kredite mit 60 Euro Startguthaben. Isa hat Frontkämpfe gemacht. Nee, sie weiß Bescheid. Huch, erschreck mich doch bitte nicht so, Bay. Entdeckt Monolith. Kann man jetzt auch irgendwas bei den Monolithen machen? Fünf Relikte. Gerade einen. Zweiter. Hinten ist noch einer. Es ist eh nur eine Frage der Zeit, bis die... Feind ist außer Gefecht. Oh, plötzlich kommen sie. Oh. Irgendwie. D
den mache ich mir Sorgen. Ja. Ja, aber der Große macht mir Sorgen. Der kann nämlich... Hat sie einfach Aua gerade gesagt? Ziel ist verdeckt. Ernsthaft? So. Wie hab's denn so süß? Wie hieß sie? Frage ist, was kann dieser Monolith? Ah, Nickel. Hallöchen, Jonas. Schön, dass du da bist. Muss euch leider verlassen, CSGO schauen. Oskar, ich wünsche dir viel Spaß und vielen lieben Dank für deine Donation. Das ist echt unfassbar. Es tut mir auch leid, dass ich dich, dass das erste Wort eben behindert war, aber das war einfach nur so, was? Warum? Ich freue mich einfach nur. Unfassbar darüber. Ich Bescheid echt nicht. Meine Ahnung. Reliktpolymer. So auch immer Reliktpolymer gut sein wird. Gerne. Dafür gibt es eine Umarmung. Darauf kann ich mich einlassen. Sehr gerne. Darauf gibt es echt eine Umarmung auch für Gamescom. Ich wünsche einen schönen Abend noch. Isa got shocked. Ja, ein bisschen, ne? Also was heißt ein bisschen? Ein bisschen sehr. Unfassbar einfach, Leute. So, jetzt haben wir Munition aufgenommen. Kann ich jetzt plötzlich in die richtige Richtung? Achso, nee, weil ich habe die markiert. Ja, ja. I died. Ich habe sie gefunden. Die Forscher im Starsefeld. Genau da, wo Kieran gesagt hat. So, ach, wir haben noch eine Mission. Zur Hölle. Diese Zugriffskonsole scheint... Die Vitalwerte lassen auf einen entspannten Zustand schließen, etwa wie im Schlaf. Gehirnwellen und Stoffwechsel sind stark verlangsamt, aber vorhanden. Scheint den Fluss großer Energiemengen zu steuern. Kommt ihr nicht hoch, wenn man da runtergefahren ist? Euch auch einen schönen Abend. Gucken wir mal. Ja. Da ist die eine Glyphe. Hier ist noch eine Glyphe. Ich glaube, das genügt. Guck mich nur einmal hier ein bisschen um noch. Man weiß ja nie, was man noch entdeckt, ne? Boah, das sieht ein bisschen creepy aus. Also sorry, aber es sieht wirklich creepy aus. Na, warte mal. Wir machen mal eben, wir kennen das, wir hatten dieses Problem schon mal, das Spiel ist abgespeichert, gestorben und war das nicht jetzt mit dem Twitch-Programm auch geplant, dass man auch nicht Partners haben kann? Nee, noch nicht. Das, also, ich glaube momentan ist halt dieses Bit-Programm noch geplant, was irgendwann wahrscheinlich sein wird, dass ich irgendwie Werbung schalten kann und dergleichen. Ach, verdammt, wartet mal. dass man eben noch Werbung schalten kann und ich glaube, es kommt nach und nach was. Ich weiß auch nicht, ob, wenn man dann in diesem Bits-Programm ist, ich nenne es jetzt einfach Bits-Programm, quasi auch eine höhere Chance hat, richtiger Partner zu werden. Das wäre schon ziemlich geil. Benutzen Sie einen Schlüssel zur Reliktentschlüsselung? Um diese Konsole zu übernehmen, entschlüsseln Sie den Reliktcode, indem Sie dem Raster Glyphen zuweisen. Keine Zeile, Spalte oder markierte Form darf dieselbe Glyphe mehrmals beinhalten. Also es ist immer noch Sudoku und es ist... Ist das Sudoku jetzt mit zwei Feldern nur? Ja. Dann sollte das ja nicht so schwer sein, ne? Dann würde ich behaupten, dass dieses Symbol dahin kommt und das Symbol dorthin. Dann bin ich jetzt verwirrt.
Sudoku verwirrt mich immer ein bisschen. Aber eigentlich geht das voll klar. Dann kommt die... Nee, doch. Dieses Mapsi... Dieses Mapsi. Dann kommt dies... Nee. Hä? Die... Nee, ja. Doch, dieses Mapsi. Dann kommt hier das gleiche. Nee. So. Dann kommt das mit diesen zwei Möpsen. Habe ich nicht gesagt. Und hier kommt dann dieses mit den drei Strichen. Dann haben wir hier aber einen Fehler drin. Das kommt nicht hier rein. Ich bin richtig gut in Sudoku. So, das haben wir hinbekommen. Wir müssen die Monitore beobachten und... Scud! Verscuddete Sterne! Was? Wir sind... Egal. Wir haben... Die waren ja wirklich einfach auf Pause gedrückt. Sudoku, wenn du jedes Feld nach und nach machst, dann ist es einfacher. Also finde ich... Ja, das definitiv. Wobei, nicht jedes Feld. Ich mache das entweder, suche ich mir eine Zahl raus, die ich dann mache. Oder eben... Eben, dass ich dann wirklich jedes Feld einmal durchgehe und sowas. Pathfinder Rider von der Andromeda-Initiative. Ich komme aus einer anderen Galaxie. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um sich zu orientieren. Noch mehr Aliens, die aus dem Nichts auftauchen? Und Jarl? Erinnert sich keiner von Ihnen daran, dass Sie eingefroren wurden? Eingefroren? Was soll das heißen? Wir haben an dem Monolithen gearbeitet und dann... Dann sind plötzlich Sie aufgetaucht. Sie sollten nach Palerv zurückkehren. Kieran wird sich mit Ihnen unterhalten wollen. Sie haben vielleicht recht. Oh, ich habe das Gefühl, mein Kopf wird gleich zersprengen. Wir sollten sicher gehen, dass sie die Station erreichen. Niemand kann sagen, ob sie nicht noch unter irgendwelchen Nachwirkungen leiden. Ja, wo sind sie denn? Sam in ihrem Kopf. Wie ermöglicht er es ihnen, mit den Relikten zu interagieren? Sam unterstützt mich mit Analysen und Übersetzungen. Unter anderem. Es ist kompliziert. Aber interessant, dass diese Wissenschaftler an den Relikten vorbeigekommen sind und wir sie dann eben kaputt schießen müssen. Es ist sehr verwirrend. Na gut, aber wir haben das schon mal mit den Wissenschaftlern geschafft. Ich weiß auch nicht, wo meine Teammates gerade sind. Gerade verwirrt von dem Spiel. Aber wir meinen jetzt die Mission zu Ende, gucken, dass sie auch. Ich weiß nicht, was dieses Feuer verursacht hat, aber wir sollten vorsichtig sein. Wer ist er denn? Hallo? Sie sollten gehen, Besucherin. Das ist nicht sicher. Ich kann keine Verantwortung für Sie übernehmen. Sie hätten mich warnen sollen, dass Sie kommen. Was für eine zweideutige Perspektive das Spiel mir gerade bietet. Was machen Sie hier? Ich sorge dafür, dass die Feuer sich nicht ausbreiten. Ich bin ein Landvermesser und Ingenieur von der Station. Ich muss Treibstoff aus den hier vergrabenen Rohren ableiten. Das wird die Flammen löschen. Irgendwann. Nadi, ich wünsche dir dann erstmal einen guten Erfolg beim Kochen und bis später, ne? Und auch guten Hunger schon mal, falls ich das gleich vergesse. Diese Brände verursacht. Haben Sie einen Notfall? Dieser Dar war früher eine viel größere Siedlung. Die Wildnis hat ihn erobert. Oben und unten zerstört. Mein Gott, wie gut der Regen ist. Achtet mal darauf. Treibstoffleitung aufgerissen. Und ein Funke hat dann diese Feuer entfacht. Ich gehe dann mal. Seien Sie vorsichtig. Sie auch. Ishare. Das lief gut. Okay. Ich habe ihm nicht ganz zugehört, weil ich irgendwie abgelenkt war. Tatsächlich rennt man so schneller. Hätte ich jetzt irgendwie nicht gedacht. So.
Vom Regen? Ja, ich war vom Regen sehr abgelenkt. Der war wirklich schön detailliert gemacht. Ach so, als würde er sich halt in den Stoff ziehen. Du fühlst dich kein bisschen anders? Ich glaube nicht. Warum? Du etwa? Ich bin ein bisschen benebelt, aber das könnte auch ein... Was meinen Sie mit grauen, stacheligen Aliens? Cat? Nein, sie waren anders. Wir haben sie gesehen, als wir gerade eine Untersuchung des Gebiets vorgenommen haben. Bevor wir eingefroren wurden. Sie sahen wie die da bei Ryder aus. Es waren Turianer? Wieso unterhalten Sie und Torva sich nicht später darüber? Jetzt möchte ich Ihnen erstmal dafür danken, dass Sie mein Team gerettet haben. Sie haben nicht gelogen. Kieran hat uns alles erzählt. Sie hatte sogar Bilder. Ich entschuldige mich für die Unfreundlichkeit, mit der ich Ihnen anfangs begegnet bin.